Charity an sich. Stehst einfach im Publikum und bettelst. Ich finde es viel zu anstrengend, so eine Scheiße zu machen. Ja, stehst da den ganzen Tag. Auf hohen Hacken. Fängt man einmal damit an, dann kommen sie alle. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Eigentlich sind so Benefizgeschichten immer so eine traurige Veranstaltung. Kommt doch wahrscheinlich auch gar nicht da an, wo es hingehen soll. Betrifft mich auch nicht. Geh ich doch mal hin, schlag mir eine schöne die Wampe voll. Ja eben, und die ganzen Leute, die auf der Straße sitzen, können sich ja auch mal, können ja mal was tun. Tun wir ja auch. Das trifft immer andere. Niemals einen selber, niemals mich. Man hört ja mal Charity, oh mein Gott, da kommen Prominente, geil, hol ich mir ein Autogramm. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Veranstaltung und die Künstler arbeiten umsonst. Ich habe mir, wenn du dir mal überlegst, was die für einen Film bekommen, weißt du, wo die einmal ihre Fresse in die Kamera halten. Das ist auf den Punkt gebracht. Hacken wir ab. Ja, wie Charity bringt nichts. Dann können wir jetzt ja alle lassen. Und dann? Alle vor die Glotze und Langeweile haben oder was? Oder lieber handeln statt reden. Stellt euch mal eine Welt vor ohne Menschen, die was bewegen wollen. Sehr traurig aus. Und wie sehr mich das erfüllt, zu wissen, dass wir zwei Vereine haben, die ehrenamtlich über das normale Maß der Dinge hinausgehen. Und ich möchte ein Teil dieser Geschichte werden. Man hat Spaß und tut was für einen guten Zweck. Und wenn das zusammenkommt, ist das ideal. Alle sind begeistert von der Idee und alle machen mit. Sowas habe ich in der Art noch nicht erlebt und freue mich sehr auf den Tag. Unglaublich, was wir für namhafte Personen haben, die ein Top-Programm zusammengestellt haben. Unser Abendprogramm ist erste Sahne. Also ich glaube, wetten, das würde sich die Finger danach lecken. An dem Tag einfach mal alles vergessen, Sorgen vergessen, Probleme vergessen, einfach nur gesellig beisammen sein und mit dem Ganzen im Hintergrund, wir tun etwas Gutes. Das ist eine schöne Aufgabe. Und wenn wir da noch helfen können und vielleicht Gelder einsammeln können, die wir dann in eine gute Geschichte platzieren können. Ja, was gibt's denn noch mehr? Okay, alles klar. Darf ich mitmachen? Macht mit, feiert mit und lasst uns diese Geschichte etwas Großes werden. Ja, oder? Ja, okay, wir machen mit. Wir machen da mit. Cucina Musicale macht bei diesem Projekt mit. Ja, ich mache da mit. Ich bin dabei. Deswegen hoffe ich, dass alles gut wird und es eine super Veranstaltung wird und dass die Leute bereit sind zu spenden für einen guten Zweck. Wo findet das Ganze statt? In Krefeld auf dem Firmengelände der Firma Neumeier. Erstmal, wann ist das? 20.07.2013. Entschuldigung, wann war das nochmal? 20.07. Ein historisches Datum da. 20.07. abgespeichert. Ich habe schon wieder vergessen, wo das stattfindet, sag noch. In Krefeld, Hammersteinstraße 1. Top-Adresse. Kommt und erfreut euch daran. 20. Juli Krefeld. Hallo, ich bin auch da. Und Freunde, unter uns gesagt, es muss nicht immer Afrika sein, sondern hier vor der Tür helfen wir. Und da packen wir an. Und nicht nur vorbeikommen, sondern auch reinkommen. Das ist ganz wichtig. Und bleiben. Und bleiben, ja, genau. Ganz bleiben. Und wohlfühlen. Und Spaß. Und vielleicht ein Bier trinken. Vielleicht. Aber nicht so viel. Und spenden. Don't drink and drive. Ja. Mach mal stopp.